Aber warum pennen die draußen in einem nicht mal wirklich hundertprozentigen Zelt, sondern eher in, und nicht im Schiff? Nein, ich will nicht reden. Sorry. Ich will noch nicht reden. Ich will Dinge sammeln. Und zwar Holocrons. Bevor ich mit der Besitzerin des Lagers rede, will ich die Bonus abschließen. Weiß nicht, ob ich danach nämlich noch die Chance dazu habe. Deshalb lieber jetzt, als es dann später nicht zu machen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Fuck off. Oder auch nicht. Weil ihr euch nicht fuck offen lasst, nach dem Motto. Ist hier irgendwo eine Kreatur, die ich gerade mal zähmen könnte zum Testen? Ja, du. Achso, im Kampf können keine gezähmt werden. Okay. Schade. Hätte ja sein können. Kreatur zähmen. Das ist keine zähmbare Kreatur in Reichweite. Was ist denn mit dem? Dann halt eben nicht. Ja. Fehlt nur noch ein Teil. Och, fuck you. Hab jetzt keinen Bock auf euch. Und hier ist dann das letzte Teil. Muss ich jetzt das Holocron dann zusammensetzen? Nee. Ach, schade, hätte ja funktionieren können. Hätte ich mir den ganzen Rückweg nämlich erspart. Somit wurde leider nichts draus, ne? Ja, komm. Dann battle ich eben gegen euch. Im Moment der Aufnahme, also heute, erschien übrigens am 5. April Quantum Break. Habe ja auch auf Facebook nachgefragt, ob ihr an diesem Spiel Interesse habt und ob ihr es euch denn vorbestellt hattet oder ob ihr vorhabt, es euch zu kaufen und ob ihr in der Serie interessiert seid. Würde mich mal interessieren. Könnt ihr auch ruhig mal in die Kommentare hier schreiben oder halt einfach bei Facebook auf den jeweiligen Post antworten, den ich da geschrieben hatte. Das werden wir jetzt auch in der Zukunft öfter machen. Dass wenn wir die Top 5 gemacht haben und dann halt am Release-Tag des jeweiligen Spiels, welches in der Top 5 erschienen ist, weisen wir euch nochmal darauf hin, dass heute diesesjenige Spiel halt eben erschienen ist. Und ja, damit ihr halt eben Bescheid wisst. So, Satilschan, ich hab's ja gewusst. Zeichen waren aber auch eindeutig. Ich habe lange Zeit auf euch gewartet. Willkommen in meinem Zuhause, Fremdling. Seid bitte echt.
Flirten bringt mit Sathild eigentlich eh nichts. Die ist viel zu viel Jedi, als dass es einen Erfolg hätte. Jedi-Meisterin Sathild Shan. Als Valkorion wollte, dass ich mein Training beende, meinte er mit euch? Da fragt er die falsche Person. Ja, ich biete gleich etwas zu essen an. Drängt mich doch nicht. Ihr habt eine schwere Prüfung überlebt. Setzt euch. Esst etwas. Ich bin gegen meinen Willen hier. Es gibt Leute, die sich auf mich verlassen. Ich muss gehen. Die Leute verlassen sich immerzu auf euch. Sie werden nicht damit aufhören, nur weil ihr nicht da seid. Vieles hat sich geändert, während ihr in Carbonit eingefroren wart. Ich habe den Kampf angeführt, um die Republik vor Sakul zu retten. Aber nichts konnte mich auf diesen Feind vorbereiten. Ich habe versagt. Wieder und wieder. Dieses Lager ist nicht neu. Ihr seid schon länger auf Odessen. Als die Republik vor Arkan kapituliert hat, habe ich mich dem Willen der Macht hingegeben. Ich habe die Kernwelten verlassen und diesen Planeten gefunden. Wir sind schon seit Jahren hier und warten. Wir? Ist noch jemand hier? In der Macht sind wir nie alleine. Wir haben euer Erwachen auf Sakul gespürt. Und die Präsenz unseres alten Feindes, der euch führt. Wir waren Zeugen der Siege und Niederlagen, die euch hierher gebracht haben. Als wir euch auf dieser Lichtung fanden, standen wir vor einer Entscheidung. Euch hierher bringen? Oder euer Leben an Ort und Stelle beenden? Wollt ihr mir sagen, dass ihr mich rein zufällig hier draußen gefunden habt? Natürlich nicht. Unsichtbare Einflüsse wirken durch mich, durch Valkorion und besonders durch euch. Valkorion hat eure Verbindung zur Macht gestärkt. Vielleicht werdet ihr mächtiger als wir alle. Aber euer bisheriges Training konnte euch nicht auf das vorbereiten, was vor euch liegt. Ihr müsst noch so viel lernen. Folgt uns. Sucht die Antworten im Tal. Ihr werdet erkennen, wenn ihr sie findet. Wenn es um die Holocrons geht, ja, wie schon. Aber selbst noch Leuchtfeuer aktivieren, das ist sowas von Dark Souls 2. Ey, hallo? Nein. Ne, aber in Dark Souls 2 gibt es auch... Oh. In Dark Souls 2 gibt es auch Fackeln. Die man erzünden kann. Muss man nicht? Kann man. Das hat mich gerade so ein bisschen dran erinnert. Wobei das da jetzt nicht wirklich in Dark Souls irgendeinen Zweck hat. Abgesehen von Licht. Es gibt keine größere Herausforderung, als sich von innen heraus zu ändern. Aber das ist es, was wir tun müssen, um zu überleben. Ja, die blöde Kuh hat mir übrigens Hunger gemacht. Ey, ich sag euch, wenn ich irgendeine scheiß Leuchtfackel nachher übersehen hab, dann werde ich sauer. Selbst die mächtigsten unter uns konnten nicht gegen die endlosen Legionen von Sakul bestehen. Auch das Sith-Imperium hat diese Lektion zu spät gelernt. Auf zahllosen Welten musste ich mit ansehen, wie sich Jedi opfern, um die unausweichliche Niederlage hinauszuzögern. Wir lassen nicht zu, dass euch das gleiche Schicksal ereilt. Naja, ne? Mein... Ach komm schon, was haben die überhaupt die Möglichkeit, sich zu tarnen? Das ist doch dumm. Habe ich irgendwie das Gefühl. Und trotzdem können die halt alle nix. Habe ich ja nicht irgendwie was gesehen wie eine Leuchtfackel? Wieso ist die ja schon an, diese scheiß Leuchtfackel? Wow, was haben die für eine Reichweite, bitte? Mit die mich erkennen können. Kannst du mal aufhören zu brüllen? Isotop 10? Oder Isotop X? Ich kenne Isotop 5. Aber das, was hier liegt, kenne ich nicht. Ich wette, ich habe irgendwo direkt am Anfang so eine Scheißfackel übersehen.
kann mit dem auch nichts machen. Ah, nee, da hinten sind noch. Alles cool. Ich glaube nur nicht, dass ich das hier über... Ich hab einen Run-Passage oder was? Nein! Ach, und hier spawn ich dann. Und ich habe ja noch nicht mal die Möglichkeit, mein scheiß Haustier zu benutzen. Ein Reittier zu benutzen. Da will ich den ganzen Scheiß wieder laufen. Das ist doch dumm. Vor allem, warum kann ich hier kein Reittier benutzen? Ist ja nicht so, als wenn die sowieso immer bei mir rumlaufen. Ich einfach sage, ey, ich will jetzt hier mein Motorrad haben, auf dem ich fahre. Und dann sagt das Motorrad, alles klar, können wir machen. Jetzt für ganz dumme oder irgendwie ganz dumm einfach an sich erklärt. Weil, jetzt mal ehrlich. Das ergibt sowieso nicht nie Sinn, wie ich jetzt diese scheiß Viecher da benutze dann. Oder mir da den Gleiter, den Speeder. Das ist an sich scheißegal. Wichtig ist halt, dass das Ding dann spawnt und ich das Ding dann benutzen kann. Warum das nicht geht, das ist halt was anderes. Da unten ist ein Leuchtfeuer. Du machst dich diesmal nicht unsichtbar, du Arschloch. Machen die Viecher überhaupt großartig irgendwie Schaden? Bei diesem Angriff, wo die einen anspringen und auf ihn einprügeln oder so in der Art? Och, mein scheiß Handy geht mir da auf den Sack. Was denn jetzt los? Wieder irgendeine YouTube-Scheiße. Sprich mit Satil in der Wildnis. Ja. Auf Odessen existieren die helle und dunkle Seite in perfekter Harmonie. Sie formen einen Nexus der Macht. Es gibt noch eine Welt, die so ist. Sakul. Arkan und seine Ritter haben gelernt, die Macht anders zu benutzen als die Jedi und Sith. Darum konnten wir ihn nicht besiegen. Ich habe es mit vielen Kriegern von Sakul aufgenommen. Sie sind gefallen. So wie alle anderen auch. Verwechselt sie nicht mit Arkan. Und seine Schwester ist ein ganz anderes Problem. Jedi sehen in der Macht einen Verbündeten. Die Sith wollen sie versklaven. Aber Arkans Ritter glauben, dass die Macht eine Belohnung dafür ist, einem Ideal zu dienen. Sie haben geschworen, dem ewigen Thron zu dienen. Und je stärker sie dieses Versprechen ehren, desto größer ist ihre Kraft. Die Ritter befolgen jedes Wort ihres Meisters. Und sie würden alles für seinen Triumph opfern. Ihre Hingabe macht sie stark. Ihr müsst noch stärker werden. Die Ritter von Sakul sind Sklaven des ewigen Imperiums. Ich werde nie so sein wie sie. Diejenigen, die sich nicht beugen, brechen. Darth Maul. Valkorion hat mein Fleisch zerstört. Aber nicht meinen Grund zu existieren. Nichts kann euch jetzt verletzen. Die ganze Panzerung macht keinen Sinn. Diese Erscheinung soll als Erinnerung an mich dienen. Als ein Symbol. Nach meiner Niederlage habe ich einen Verbündeten gesucht, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Aber nur eine Person in der Galaxis war mir ebenbürtig. Wir haben uns auf dieser Welt getroffen. Wir haben diskutiert, erkundet und eine Vereinbarung gefunden. Dieses Wissen wollen wir jetzt mit euch teilen. Wenn Jedi und Sith einen Weg gefunden haben, um zusammenzuarbeiten, will ich ihn kennenlernen.
Meine Anwesenheit hier überrascht niemanden so sehr wie mich selbst. Aber ich vertraue dem Willen der Macht. Wir bieten keine leeren Versprechungen an, aber auch keinen einfachen Sieg. Wir wollen nur, dass ihr uns unvoreingenommen zuhört und aus unseren Fehlern lernt. Um die Zukunft zu schmieden, müsst ihr erst mit der Vergangenheit brechen. Der Sieg über Arkham erfordert neue Perspektiven und neue Waffen. Folgt dem Willen der Macht in die Wildnis hinter diesem Lager. Findet, was wir dort für euch hinterlassen haben und trefft uns dann in der Höhle. Also ich muss sagen, das Kapitel macht jetzt schon eindeutig 50.000 mal mehr Spaß als das vorherige Kapitel. Fucking Kapitel 11. Arkham kann nicht durch Leidenschaft oder Rechtschaffenheit besiegt werden. Er hat sich von Schwächen wie Emotionen und Moral gelöst. Also ich muss sagen, echt, Kapitel 12 gefällt mir jetzt eindeutig schon besser. Einerseits darf Mars zurück. Den sieht man auch mal wieder. Hat man aber auch im Trailer gesehen. Und allgemein gefällt mir hier die Stimmung einfach besser. Die Atmosphäre, die ist echt gut. Ich glaube, ich weiß auch, was ich hier gerade am machen bin. Dass ich keinen scheiß Gleiter oder Reittier benutzen kann, es nervt. Was bin ich denn hier? Ein Level 10, ein Level 0 bis 10 Charakter oder was? Ist ja schlimm. Außer Reichweite. Hep. Und hep. Und hep. Bisschen Ninja-Style hier. Euer Feind ist durch Mord und Verrat zu seinem Imperium gekommen. Er ist mit der Dunkelheit gut vertraut. Ihr müsst dort zuschlagen, wo er blind ist. Im Inneren. Also für die, die sich mit Star Wars echt gut auskennen. Mit allem, was Star Wars betrifft. Ich glaube, die haben jetzt schon die gleiche Vorahnung wie ich. Bezüglich dessen, was wir hier gerade am machen sind. Was für Sachen wir hier einsammeln. Ich will jetzt noch nichts verraten, bis ich die letzten wichtigen Gegenstände eingesammelt habe, die das Ganze eindeutig machen. Also sprich, ja, ich will da jetzt erst drauf eingehen, sobald ich dann Items eingesammelt habe, die das Ganze sehr eindeutig machen. Ich habe jetzt schon so eine Vorahnung, ich will jetzt aber nicht hier die Vorahnungen wegnehmen. Der eine oder andere mag es vielleicht jetzt mitzuraten, der Star Wars affin ist. Und demjenigen möchte ich diese Chance geben. Hier waren wir auch schon mal, da haben wir diesen Isotop 6 Fusionskern gefunden. So, dann müssen wir mal wieder diesen Parcours. Finde ich eigentlich ganz geil.